Hallo, ich bin der Stefan, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik und ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Also meine Ausbildung beinhaltet Installation von Heizungsanlagen und Sanitäranlagen. Meine Fachrichtung ist Umwelttechnik, die ganze erneuerbare Energie, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen. Morgens, wenn ich ankomme, wird erstmal geschaut, was ansteht. Danach wird das Auto beladen, dann geht es auf zur Baustelle. Es ist halt sehr abwechslungsreich. Heute geht es dorthin, morgen dort. Ein Reihehaus, ein Hochhaus. Das war für mich auch ein entscheidender Grund, dass ich den Beruf gewählt habe. Man kommt manchmal heim, hat komplett weiße Haare vom Bohrer. Damit sollte man auf keine Falle Probleme haben. Ich war über die Ausbildung 4 Wochen in England, habe dort in einem englischen Betrieb gearbeitet. War halt mal was ganz anderes, das zu sehen. Eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Mit dem Ausbildungsbeginn hat ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Mein Berufsfeld ist sehr zukunftsorientiert. Möglichkeiten sind halt Weiterbildung, Techniker, Meister in dem Bereich. Es ist auf jeden Fall kein Fehler, zuerst mal die Ausbildung zu machen. Also für mich war es eine super Entscheidung und ich kann es nur jedem weiterempfehlen.